Wir sind mal wieder die Klasse 10b der Evangelischen Schule Schönefeld. Die Vertreter unserer Klasse, Selina und Nico. Weiterhin haben wir eine ganze Anzahl von Kommentaren unserer Schüler. Wir werden das gleich bekommen. Das Tafelbild stammt von der Melina, von Stella und Lynn. Sehen wir uns nachher an. Der Versuch wird durchgeführt von den beiden Schülern. Ich kann nur sagen, die 10b hat sich großartig gemacht im Laufe der Zeit. Es sind sehr viele dabei, die ein echtes Interesse zur Physik haben. Felix, ne? Genau. Gut, das höre ich gerne. Wir betrachten also, wie gesagt, einen Versuch zur Lorentzkraft. Dieser Herr Lorentz, Hendrik Anton Lorentz, ein niederländischer Physiker, der übrigens sogar die Grundlagen für Einsteins spezielle Relativitätstheorie gelegt hat. Das weiß man häufig gar nicht. Ist also hochinteressant. Wir beginnen einmal mit Marcel. Die Lorentzkraft. Bewegen sich geladene Teilchen senkrecht zu den magnetischen Feldlinien, so wird auf sie im Magnetfeld eine Kraft ausgeübt. Ja, Felix. Diese Kraft wird als Lorentzkraft bezeichnet. Von dem niederländischen Physiker Hendrik Anton Lorentz, der von 1853 bis 1928 lebte. Ja, und Peter? Der Betrag dieser Kraft kann ermittelt werden. In einem Leiter bewegen sich Elektronen mit einer mittleren Driftgeschwindigkeit V. Die N-Elektronen im Bereich eines Leiterstücks der Länge L bewegen sich in der Zeit T durch den Leiterquerschnitt. Sie haben also die Geschwindigkeit V gleich L durch T. Exzellente, Pedro. Und der Max, jetzt schön langsam. Dann ist I gleich U durch T, N mal E durch T. Die Kraft auf ein Leiterstück der Länge L in einem Magnetfeld beträgt FL ist gleich B mal L durch I. 1 und 2 ergibt FL ist gleich B mal N mal E mal L durch T. Und mit Q ist gleich N mal E und V gleich L durch T. Folgt FL ist gleich Q mal V mal B. Q ist gleich E und E ist gleich 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Ja. Q ist die Ladung, V die Geschwindigkeit und B die magnetische Flussdichte. Richtig. Damit haben wir das auch mathematisch mal betrachtet. Das ist neu für die 10. Klasse. Ja, und die Säule, ne? Oder wer liest jetzt weiter? Die Richtung der Kraft. Ja. Aufgeladenen Teilchen und damit auch auf Strom durchflossene Leiter ergibt sich mit der linken Handregel. Okay, kommen wir zum Versuch, Selina und Nico. Erstmal erklären, die Geräte zeigen und so weiter. Also wir haben eine Spannungsquelle, die am Plus- und Minuspol mit einem Kabel verbunden sind. Hier haben wir die Leiterschaukel und ein Hufeisenmagnet. Mal anschalten. Ja, schaltet mal den Strom an, dort vorne habt ihr. Und ja. Und wieder zurück. Dreht vielleicht mal den Hufeisenmagneten um. So, ja. Und dann wieder einschalten. Richtig. Ja, bevor wir weiter etwas dazu sagen, wollen wir den Julian etwas sagen lassen. Linke Handregel wird auch als Dreifingerregel oder UVB-Regel bezeichnet. Gut, wie würde das denn hier ausschauen, Nico oder Selina? Halt hier, der Daumen ist für die Ursache, der Zeigefinger für die Feldlinienrichtung und der Mittelfinger ist für die Wirkung da. Ja, für die Bewegungsrichtung. Jetzt musst du aber die Hand ein bisschen drehen, denn die Richtung der Feldlinien geht ja von Nord nach Süd. Also guck mal so. Rechte Handregel. Ja, aber so vorher war das richtig. Ja. Stromrichtung. Richtung der Feldlinien und Bewegungsrichtung. Jetzt müsst ihr das Ganze nach außen ausschlagen. Probier mal, ob es klappt.
glaube, das ist einfach. Und nochmal aus. Lügt euch das jetzt auf. Nicht. Ja. Jetzt auf. Es geht los, du bist ruhig. Nö. Jetzt nicht. Okay, hier sehen wir halt, also das ist die Dreifingerregel und das ist die Strombewegung, die Feldlinienbewegung und die Bewegungsrichtung. Ja, der Schaukel, den schalten wir mal ein. Ja, Kamera. Ist zu sehen. Auch nochmal aus und wieder ein, damit der, und nochmal. Und nochmal probieren. Ja, ne? Jetzt haben wir es. Perfekt. Okay. Immer ein bisschen Liebe zur Physik. Ist natürlich schade, dass das Gerät jetzt wieder hin. Sind wir fertig? Damit haben wir den ersten Versuch. Nee. Ja? Den zweiten sind wir auch. Da muss einiges zusammengeschnitten werden. Eine Abmoderation müssen wir noch machen. Bitte? Eine Abmoderation müssen wir noch machen. Ja, ach so, Abmoderation. Einer reicht heute. Nee, wir müssen faul. Einer reicht. Denk daran, du bist heute das letzte Mal hier, da willst du doch versehen. Aber es, läuft die das Zeit. War mal wieder die Klasse 10b mit unseren Experten hier vorne. Ich denke, wir haben den Versuch gut sehen können und auch die Bewegungsrichtung der Schaukel sehr gut erkannt. Bis hierher. Aber ist raus. Mal hier noch ein bisschen. Liegt nicht am Kabel noch. Ja. Was? Ich sag, das ist nicht am Kabel. Was durchgefunden? Warte mal, dann geben wir das mal hier rein. Probieren wir nochmal. Im ersten Versuch hat es ja geklappt, ja. Gar nicht mehr. Wir können ja mal eine Pause machen. Hast du es ja. Felix, hast du hier vorne was dran gemacht? Ja, warte mal, hier. Vielleicht haben wir hier zu tief gedreht. Ich wollte euch jetzt hier noch mal das Fenster. Ich habe ja wohl die Rechnung. Da war doch Felix dran, oder? Mann, ja, jetzt tut das mal einer. Mensch, der Junge. Warte mal, gleich mal mit reingehen. Nochmal, der Fall ist da. Geht? Nee. Mensch, Felix. Ey, wer hat denn die Linse hier drauf gemacht? Wieso machst du die Linse darauf? Ja, mach ich auch, wa? So wie da vorne. Drück da einfach Pause hier. Ja, tut das auch gut.